testen heute Dressurgamaschen von Veredus. Isabel Wert hat sie zusammen mit Veredus ausgetüftelt und sie nennt sich Absolut. Und wir wollen mal gucken, ob sie absolut in Ordnung ist. So, dann schauen wir mal, wie der erste Eindruck ist. Ich habe hier die Vordergamaschen, Front, in Weiß, wie man sieht. So, im Grunde genommen ist das eine Mischung aus einer Hartschalengamasche. Die ist hier hinten relativ fest, aber nicht so fest wie diese klassischen Hartschalengamaschen, die ich jetzt so kenne. Hier vorne sind sie etwas softer. Innen drinnen fühlen die sich angenehm weich an. Ja, die sollen ja auch, das verspricht Veredus, das Bein zum einen schützen, die Sehnen und Bänder und Knochen schützen. Und zum anderen sollen sie fürs Pferd möglichst angenehm und bequem sein. Und so, dass es sich auch weiterhin natürlich gut bewegen kann. So, das hier ist also die Easy Strap. Das ist einfach ein klassischer Klettverschluss. Dann haben wir hier den Elastikverschluss. Das sind ja so eine Art eine Knopfleiste mit drei Löchern. Und da setzt man den Knopf ein und lässt den so ein bisschen einrasten. Das geht am Bein etwas einfacher. So, jetzt haben wir hier die Gamasche mit diesem Elastic-Strap. Wichtig bei diesem Verschluss ist, denke ich, einfach nur, dass es zu dem Bein individuell passt, weil man bei den Verschlüssen kann es einfach leicht passieren, dass die entweder zu eng oder zu locker sind, aber wenn sie passen, dann sind die Verschlüsse einfach perfekt, weil die auch gut zu reinigen sind und langlebig sind, meiner Erfahrung nach. Hier haben wir jetzt den Easy Strap, also den Klettverschluss. Die Größe ist die gleiche, deshalb sitzt die auch super jetzt bei diesem Pferd. Bei den Klettverschlüssen ist natürlich der Vorteil, dass man einfach die Gamasche individuell anpassen kann und dass sie dann immer richtig sitzt und dass man die auch nicht in der Regel nicht zu stramm machen kann. So, die sitzt auch super. Zwar nicht Bella Rose, aber optisch schon ziemlich nah dran. So, die Gamaschen haben ihren ersten Test hinter sich und meinerseits haben sie den bestanden. Ich persönlich finde sie sehr hochwertig, fühlen sich gut an. Luna war, glaube ich, auch ganz zufrieden damit. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was die Verschlüsse angeht, würde ich mich, glaube ich, tatsächlich für den Elastikverschluss entscheiden. Einfach, weil sie etwas besser zu reinigen sind. Da hätte ich beim Klettverschluss mehr Sorge, wobei die sind auch echt super. Also da hat man halt einfach die individuellere Einstellung für das Pferd. Bei Luna haben die Elastic-Straps jetzt einfach super gepasst von der Lochlänge, von der Strap-Länge. Und deshalb würde ich mich persönlich jetzt für die entscheiden. Aber die sind beide echt toll und sie liegen super am Bein. Es ist nichts verrutscht, es hat nichts gescheuert. Die saßen absolut super. Ja, Daumen hoch, würde ich sagen.